Ein liebes Hallo an alle Zuschauer da draußen und alle Freunde des Schuhwidu YouTube-Kanals. Tolles Thema heute wieder. Barfußschuh, ist das immer gleich Barfußschuh oder sind da, wo Barfuß draufsteht, auch wirklich Barfußschuhe drin? Wen es einfach interessiert, bleibt bitte dran. Wir sehen uns gleich wieder und ich würde mich freuen. Ein liebes Hallo an alle Eltern da draußen und ein liebes Hallo an alle Zuschauer des Schuhwidu YouTube-Kanals. Wie schon eingangs erwähnt, heute wieder ein tolles Thema, spannendes Thema, vor allen Dingen auch sehr interessantes Thema, nämlich darf eigentlich jeder Barfußschuhe als Barfußschuhe bezeichnen oder was macht ein Barfußschuh aus? Wann ist es eigentlich ein richtiger Barfußschuh? Über diese Themen wollen wir heute sprechen und diese einzelnen Punkte mal gemeinsam abarbeiten. Nun wissen wir alle selber, an dem Thema Barfußschuhe führt ja eigentlich nichts mehr dran vorbei. Wir haben auch schon verschiedene Videos zu den einzelnen Themen mit eingestellt, die eigentlich soweit von der Weite über die Passform vieles mit behandeln und wo man sich schon mal, ich sag mal, auch mal einen kleinen Rat mit im Vorfeld holen kann. Und wir erleben es natürlich auch jeden Tag wieder im Geschäft, dass doch, wie soll ich sagen, die Vorstellungen, was ein Barfußschuh zu sein hat oder wie er auszuschauen hat, welche Merkmale er haben sollte, da geht es halt ziemlich weit auseinander. Fangen wir doch mal am liebsten mit uns, mit den Eingangs- oder mit dem ersten Schuh, mit der ersten Fußumhüllung, die unsere kleinen Mäusels so tragen werden. Fangen wir doch einfach mal an. Und das sind die altbekannten Lederpuschen. Die Lederpuschen an sich erfüllen alle Komponenten eines Barfußschuhs. Das heißt, wir haben eine ganz leichte Hülle für die Füße, die Schutz vor Auskühlung bietet. Das Einzige, was sie nicht bieten, ist Schutz vor Nässe. Weil ich natürlich hier mit diesen einlagigen, dünnen, teilweise auch gespaltenen Leder keinen großen Nässeschutz erzielen kann. Aber ich habe ein super flexibles Gebilde, was den Fuß weder abstützt noch unterstützt, lediglich umhüllt. Also, auch das wäre, wenn man es genau nehmen würde, eine Art Barfußschuh. Auch hier die zweite Kategorie, eine Lederpute schon mal abgefüttert, also mit ein bisschen mehr Stabilität im Material und einer Kautschuksohle unten drunter, ist also auch ein absoluter Barfußschuh, weil wieder auch hier absolute Nullsohle, kein Sohlenaufbau drin, keine Schockabsorber in der Sohle drin. Ich habe keine Fersenkappe, ich habe ein weiches, geschmeidiges Material, was wie gesagt den Fuß umhüllt. Hier schon mal eine bedingte Nässe- und Schmutzschutzsohle, die also für das Kind auch gut ist, weil es sorgt für einen gewissen Grip beim Laufen. Ich rutsche nicht so schnell weg, wie gerade hier mit dieser Sohle oder wie mit einer Stoppersocke, wenn gerade auch die Stoppersockenpunkte recht weit oder recht klein angebracht sind auf der Laufsohle. Und hier haben wir also wirklich ein schönes Einsteigermodell für die ersten Schritte optimal gemacht. Was ich nicht habe, ist hier wieder ein Wärmeschutz, weil es ja für andere Temperaturen gedacht ist. Also alles, was im milden Bereich, ich sage jetzt mal so, ab 10, 12 Grad gedacht ist. Vorteil dieser leichten Umhüllungen ist immer, und das erwähnten wir auch schon in einem vorhergehenden Video, dass also hier ein gewisser Wärmeschutz vorhanden ist, weil das die Füße, ich sag mal so besser, den körpereigenen Wärmehaushalt beisammen hält und nicht nach draußen pulvert wie durch zwei oder drei Sockenpaare, die ja doch durch die Grobmaschigkeit der Materialien mehr die Körperwärme entweichen lassen. Dann haben wir mal zwei Vertreter auch von angebotenen Barfußschuhen. Es wird sehr oft dann draufgeschrieben, wir laufen wie barfuß oder Kinder laufen wie barfuß, wie auch immer. Hier erwähne ich immer dann gerne im Verkaufsgespräch, dass es nur eine Barfußart ist. Warum? Kann ich Ihnen auch sehr gut erklären. Für mich heißt barfuß aber natürlich auch in erster Linie anatomisch korrekt. Das wäre hier bei dem Modell jetzt gar nicht der Fall, weil hier geht mir zu viel
Platz für die große Zehe verloren. Das heißt also, anatomisch korrekt wäre sowas wie das hier. Ich habe eine Ausarbeitung, eine gerade Großzehenlinie, nichts, was den Fuß nach innen schiebt oder die Zehenlage verändert, sondern der Fuß hat richtig schön Platz. Nun ist natürlich dann die Frage, warum gibt es natürlich solche Schuhe auch noch und warum werden sie angeboten und warum verkaufen wir die auch noch? Hier ist die Antwort ganz einfach. Und zwar, es gibt halt auch viele unterschiedliche Fußformen und danach gucken wir ja. Wir gucken zum Beispiel, wie ist der Zehenstand? Ist er zum Beispiel ziemlich gerade? Haben wir alles fast auf einer Höhe? Haben wir einen sogenannten Spitzenfuß, wo also die große Zehe sehr dynamisch nach vorne schaut? Dann haben wir auch hier eine wunderbare Antwort für den leicht spitzeren Fuß. Das heißt nämlich, hier ist dann die Passform im Vorderfußbereich sehr schön. Ich habe nicht einen ausladend breiten, leicht flossigen Effekt, wie manchmal bei den Original-Barfußschuhen, sondern ich habe hier eine schöne, elegante Optik, die manchmal auch besser zu der Fußform passt, als wenn man sich reinweg auf einen Original-Barfußschuh einschießen würde. Und das ist ja immer das, worauf wir jetzt zum Beispiel mit eingehen. Also alle haben so zum Beispiel dieses Prädikat Barfußschuh, der eine mehr, der andere weniger. Was ich jetzt hier gar nicht finde oder was ich nur bedingt finde, ist zum Beispiel auch hier dieses leichte Polster in der Ferse. Wäre also auch etwas, was nicht unbedingt dem Barfußschuh entspricht, weil Sie sehen es ja, wir haben hier eine leichte Erhöhung, eine leichte Polsterung im Fersenbereich. Das ist also bei dem Original-Barfußbegriff nicht gewollt. Wen es stört, dann sage ich immer, guckt nach. Man kann die meistens sehr schön selbst entfernen, ohne dass die Sohle irgendwelchen Schaden nimmt. Nehme ich weg und das Kind läuft einfach super drin. So, auch hier haben wir es mit einem wunderschönen Schuh zu tun. Zwar schon ein bisschen stabiler, auch im Leder. Nicht ganz so geschmeidig, deswegen ist es für mich jetzt nicht groß, die große Wahl bei dem Modell. Aber wer einfach einen stabileren Schuh sucht, weil ich halt eine kleine Sportskanone habe oder ein kleines wieselflinkes Kind, was überall rumturnt, was überall jeden Boden mitnimmt, jede Gelegenheit nicht auslässt, irgendwo rumzutoben, zu klettern und so weiter und so fort, dann brauche ich teilweise auch lieber einen etwas stabileren Schuh und bin natürlich dann auch immer froh, wenn ich sage, sozusagen, der knackt. Wir haben Schuhe, die knacken. Ja, wenn der sozusagen sogar ein bisschen mehr mitmacht. Alle anderen Modelle, die wir hier auf dieser Seite mal so kurz mit angesprochen haben oder die ich hier mit herausgesucht habe, sind natürlich, ich sag mal auch vom Leder her, super weich, geschmeidig. Die gehen mit dem Fuß mit, sind also keine starren Manschetten und demzufolge erfüllen die natürlich auch hier das Prädikat des Barfußlaufens sehr, sehr gut. Man sieht es auch hier, man hat keine Fersenkappe im Bereich des hinteren Schuhs. Der Schuh wird jetzt also nicht, funktioniert jetzt nicht als Stütze, sondern immer nur als ganz, ganz kleine Behelfsperson. Und das macht eigentlich im Grunde genommen auch gar nicht die Fersenkappe hier hinten, sondern die Sohle, weil die sagt dem Fuß, du stellst dich einfach gerade hin. Na, das machen also alle. Ich zeige das mal hier so. Hier kann man auch nicht kippeln. Hier kann man nicht wegrutschen. Hier hat man eine schöne Stabilität im Fuß. Das ist natürlich der Unterschied dann wieder zur Lederpusche, weil hier passiert gar nichts. Na, also hier kann ich mich auch mal nach innen treten mit dem Fuß. Das ist besonders dann, ich sage mal immer, für Kinder mit einer leichten Fehlstellung nicht so optimal. Dann sollte man doch schon lieber auf den Schuh mit einer Sohle gehen, weil hier kann ich den Fuß nicht nach innen treten, ohne dass es mir nicht selber mit der Zeit zu unbequem wird. So, ich hoffe doch, ich konnte wieder mal einige Fragen, die so in dem einen oder anderen Kopf bestehen, beantworten. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen und die lieben Abonnenten, seid so lieb und sagt mal ein Like oder No oder wie auch immer. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.